Guten Morgen, meine lieben Bewohner. Es ist Montag, der 15. Juni 2020, 9.11 Uhr, hier auf La Diva. Oh, heute hat Mona Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch! So, damit sind wir für heute am Ende. Ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Tag. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Animal Crossing New Horizon. Ich habe mich entschlossen, ich werde immer auf jeden Fall aufnehmen, wenn jemand Geburtstag hat und ich bin eine Schweineprinzessin. es hat sich mehr oder weniger ein bisschen was verändert auf meiner Insel, aber nur minimal. Das werde ich euch auf jeden Fall heute noch zeigen. Also was der Plan für heute ist, ist einfach, beziehungsweise für den Part, erstmal die Dailies machen. Dann möchte ich mit euch nochmal auf Harveys Insel, weil das Hochzeitsevent ja noch läuft. Das würde ich euch ganz gern einfach mit euch nochmal zusammen machen, weil es sich lohnt. Und am Ende mit Mona Geburtstag feiern. Ja, mein Haus ist wunderschön geworden. Es hat sich nicht wirklich... Also es hat sich einiges in meinem Haus getan. Ich habe jetzt fast 3 Räume fertig. Das einzige Räumchen, was jetzt noch gemacht werden muss, ist eigentlich nur noch der Eingangsbereich. Und da bin ich leider sehr, sehr, sehr unkreativ. Wir ziehen uns mal um. Ich habe sogar 2 Stäbe. Aber die benutze ich einfach nicht, weil ich finde das irgendwie doof, dass danach meine Klamotten einfach weg sind. Da bin ich nicht so Fan von. Was nehmen wir denn? Weste mit Shirt oder Schalkombi? Wir könnten uns auch ein Kleid anziehen. Ich meine, ich könnte auch als Feenprinzessin rumlaufen. Ich laufe als Feenprinzessin rum. So. Oder lieber so eine. Das ist gut. Ja, yep, ich finde, das hat was. Oder nehmen wir die? Ich glaube, ich nehme die. So, Rucksack ziehe ich ja selten an. Ich finde es blöd, dass man so jetzt nicht so seine Frisur ändern kann. Ich muss immer den blöden Flechthocker zur Seite schieben. Das ist immer so ein bisschen... Soll ich mein Aussehen am Frisiertisch ändern? Ja. Ich hätte ganz gerne eine andere Frisur. Nee. Nein, das war nicht geplant. Ich habe mich verdrückt. Entschuldigung. Ich muss X drücken. Ich will ja wissen, wie das denn aussieht hier mit den... Irgendwie müssen die Haare ja schon offen sein, ne? Das ist schon, ich weiß nicht. Mir fehlen irgendwie so anständige Haare. Das ist ja der kleine Pferdeschwanz. Ich glaube, ich nehme das. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Nehmen wir das. Ich glaube, dann brauche ich eine andere... Dann muss ich doch, glaube ich, eher eine andere Kopfbedeckung nehmen. Und nicht das Blümchen oben. Wie sieht das aus? Das ist so an der Seite. Bist du auch an der Seite? Ja, ich glaube, das gefällt mir besser. So. Ja, okay. Ich habe jetzt ein bisschen rumgetrödelt hier. 3 Minuten und nichts gemacht. Außer Geld eingesackt. Ha! Ja, ich habe auch wieder ein bisschen... Rüben gekauft. Aber hier ist halt so mein Big Boss Zimmer. Das ist fast fertig. Mir fehlt eigentlich nur noch ein Tresor. Dann bin ich sehr glücklich, weil der Tresor soll hier hin in die Ecke und dann die Goldbarren halt drauf. Ich mache mal so einen Schwenker, dann könnt ihr mal alles sehen, was an der Wand ist. Da ist nichts an der Wand. Aber hier mit Nepp und Schlepp und Tom Nook in der Rückseite, meine komischen Medaillen, die ich mal gekriegt habe, die komischen Auszeichnungen aus dem Museumstag und natürlich so einen schicken Kamin und ich liebe diesen Teppich so am Eingang. Ich finde ihn sehr cool. Es sieht doch schon ein bisschen bonzenhaft aus. Ich weiß. Es sollte auch so sein. Dann habe ich hier in dem Raum habe ich eigentlich wirklich nur den Teppich mit dem Verlobungsring, den ich mir geleistet habe. Je an den Wänden sind hier so kleine Terrarien und 2 Bilder von meinen Rehen, die ich mal hatte. Fatima ist immer noch da. Stimmt, wir haben auch 2 neue Bewohner, die ihr noch gar nicht kennt. Hier ist meine Küche. Ich liebe meine Küche. Ich finde die ganz cool. Und zum Glück habe ich hier noch den Teppich gefunden.
Hier habe ich nämlich so alles aus dieser Eisenholzproduktion gemacht. Eigentlich müsste ich hier was anderes hinstellen, weil ich weiß, es gibt noch eine Küchenzeile, die, da war ich noch am Überlegen, ob ich die irgendwie besorge. Aber so finde ich es eigentlich, glaube ich, auch ganz in Ordnung. Vielleicht könnte man die so in, hier in die Ecke stellen, wenn das vielleicht passt. Aber dann müsste man dann mal gucken, wie das am Ende aussieht. Aber ja, das ist meine Küche. Sofern jetzt das mit der Küchenzeile, weil ich habe ja einmal die, das mit der Spüle und dann gibt es aber nochmal wie so ein Räumchen. Also wie so ein Schränkchen. So. Wenn das vielleicht dann noch hinpasst, dann müsste ich mal gucken, wie das am Ende aussieht. Sonst bleibt das einfach so. Ah ja, guck mal, ich habe mir sogar eine Tasse, die Tasse konnte man sogar umgestalten, habe ich einfach tiefer mit hingenommen. Finde ich ganz cool. Aber von mir gibt es kein Merch. Falls jetzt irgendwer fragt, ob es von mir Merch gibt, nein, gibt es nicht. Weil ich mir nicht vorstellen kann, dass irgendwer ein T-Shirt von mir tragen würde, wo halt Diva drauf ist. Und das ist mein Badezimmer, alles im Bambus-Style. Mehr oder weniger, aber ich wollte es halt so ein bisschen asiatisch. Hier habe ich noch das Katzenklo. Ich habe mir sogar eine kleine Mini-Bibliothek hier reingesetzt, einfach damit ich denn beim Baden oder beim Pupu machen halt auch lesen kann. Hier mit so einer kleinen Trennwand, damit man da nicht so direkt, naja, eigentlich war es ja direkt angeguckt, aber ist egal. Ne, man versteht den Wink mit dem Zaunfall. Ich weiß, dass da über dem Badezimmer das Regal, das kleine, das passt da nicht so hin, aber ich wollte halt irgendwas haben und weiß gefiel mir halt nicht. Also muss es das Schwarze her. Einen kleinen Waschzuber. Ich habe hier sogar diesen kleinen Schachtelteufel. Vielleicht nehme ich den raus. Moment. Pack dafür da die Bibliothek hin. Ah ja, das ist glaube ich besser. Dann komme ich hier nämlich auch besser hin. Zwar habe ich denn das Katzenklo direkt im Visier, aber was soll's. Hier sollte noch der Boden einfach gemacht werden. Ich bin mit dem Boden noch ein bisschen unzufrieden. Ich warte darauf, dass ich den Bambusboden mal zugeschickt bekomme. Ja, und das war's eigentlich. Den Keller kennt man ja schon. Da hat sich auch nicht wirklich was verändert. Darum gehen wir da jetzt auch gar nicht hin. Da ich ja die 5 Sterne habe, hat sich mit der Zeit endlich mal hier diese Glockendinger angesammelt. Habe ich gedacht, ich stelle mir mal 2 direkt dahin. Ich habe hier auch ein paar Bäume abgehackt, weil ich habe hier den Ofen gefunden. Also ich hatte ja das Rezept für den Ofen. Da habe ich gedacht, irgendwie finde ich den cool und im Garten wäre es ja auch ganz cool. Dann habe ich mir hier so den da so neben das Haus gestellt. Und ein bisschen weiter weg kann man ja dann hier sitzen und lesen und die Muttertagstasse und die Vatertagstasse habe ich mir da so hingestellt. Und ich dachte, das sieht ja eigentlich ganz cool aus. Eigentlich bin ich bis jetzt sehr zufrieden mit meinem hier Gärtchen. Auch wenn ich nicht wirklich was Interessantes da habe. Was habe ich denn hier? Ach, von Jorna hat sie mir mal wieder Bambus geschickt. Ach ja, stimmt. Und das Ding. Ach, den Bambus verkaufen wir jetzt einfach. Brauche ich nicht. Ja, ich habe mit der Zeit auch mal 2 Goldrosen gekriegt, weil ich ja jetzt die Goldgießkanne machen kann. Und ja. Ach, da fällt mir gerade ein, was ich wollte. Ich muss doch nochmal ins Haus. Ich muss nochmal ins Lager. Ich wollte nämlich heute noch auch 2 Bienenkästen aufstellen. Die muss ich nicht mehr craften, die habe ich schon. Wo sind sie denn hier? Ach ja, hier, Gulliver war auch mal wieder bei mir. Und da habe ich von ihm dieses Südpol-Markierung gekriegt. Brauche ich aber eigentlich gar nicht. Da habe ich noch den Bronze- und den Silberpokal. Und sehr, sehr, sehr viel Kram, den ich eigentlich gar nicht brauche. Und ich sehe schon, Dings ist da. Unser Freund. Ich habe gerade keine Lust auf den, darum reden wir auch gerade nicht mit ihm. Ich wollte nämlich hier. So, dann können wir das nämlich mal einmal gießen. Ich hätte ganz gern halt noch so lilane und schwarze Rosen. Ich möchte nämlich so wirklich nur Rosen auf meiner Insel haben. Ja, ich weiß, wir hatten bei Nulis schon Insel, nur Rosen, aber
So, einmal bitte ziehen und schieben. Machen wir das am besten so. Ja, aber ich hätte doch so gern das alles so mit lila, rosa und schwarzen Rosen ist. Da hätte ich echt Bock drauf. So, das lassen wir mal so. Ich gieße jetzt nicht alle. Ich werde halt in meiner Community bzw. bei Discord dann anfragen, wer denn Rosen haben möchte. Und dann können die sich von mir aus, bringe ich die in den. Juhu! Weil ich habe, glaube ich, noch so zwei Rosen, also zwei Orangene, glaube ich, habe ich sogar. Nein! Nein! Ach Mann, es passiert mir auch öfters, wenn ich da in dieser Bergregion bin. Dass mich denn doch, dass ich statt zu kechern, einfach hier nochmal den Baum schüttle. Es ist so nervtötend. Es ist mega nervtötend. Das heißt, wenn halt nur dieser komische Dings da ist, ne? Dann wird ja kein anderer hier auf der Insel sein. Das gehört wirklich zu meinen Dailies, einfach täglich Bäume schütteln. Jetzt aber, komm. Da muss ich echt aktiv hinrennen, nur damit ich denn die Wespe fangen kann. Es ist so schlimm. Na, was kommt denn heute? Ein Rettungsring. Finde ich jetzt nicht so interessant. Muss ich wahrscheinlich aufhängen, ne? Den kann ich platzieren. Nee. Obwohl, doch, komm, den nehmen wir. Packen wir einfach an den Strand. Den packen wir einfach zu den anderen Sachen an den Strand. Ich habe jetzt endlich auch Stechpalmen. Der Gerd war mal wieder da und dann konnte ich endlich Stechpalmen kaufen. Und mein Diner ist fertig. Schaut euch das an. Ich habe hier auch extra die Jukebox hingestellt. Jetzt habe ich zwar keine Musik mehr zu Hause. Aber ganz ehrlich, so oft sind wir auch gar nicht zu Hause. Und ich muss sagen, das Diner ist mir, finde ich, sehr gut gelungen. Ne? Hier kann man so seine Bestellung aufgeben. Hier hat man so drei Arten mehr oder weniger von Getränke. Früchtewasser, irgendwas Gemixtes und ein Espresso. Hier wird dann halt schön gekocht. Hier kann man sich noch Zucker holen. Ne? Hier für Kühlschrank, für die Zutaten. Dann kann man hier so sitzen. Hier sitzt zum Beispiel einer und trinkt ganz genüsslich Kaffee. Vielleicht sitzen hier auch zwei. Ja, vielleicht nur einer. Hier ist einer und macht seine Biologie-Hausaufgaben und braucht dazu das Modell von dem Schmetterling. Ich finde, das hat ja was. Komm her, du blöder Käfer. Ach, den japanischen Rosenkäfer findet man sehr oft. Aber ich muss auch sagen, ich bin jetzt nicht der Typ, der jetzt losgelaufen ist und alles versucht hat, alles zu fangen, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Ich glaube, ich habe die Hälfte der ganzen Juni-Fische gar nicht. Also, wenn ihr mal so gucken möchtet. Ich habe hier noch so einige Insekten offen. Viele kommen wahrscheinlich nachts raus oder so. Mal gucken. Weil ich denke mir, das Jahr ist noch so lang und man wird so oft das Gleiche fangen. Ich habe hier noch drei Haie, habe ich geschafft zu fangen. Ja. Wenn man guckt, den kann man jetzt noch im Juli, August, September fangen. Also ich werde schon irgendwann mal alle voll kriegen, aber ich bin eh nicht so scharf darauf, auf sowas. Weil Harvest Moon, ach nicht Harvest Moon, Animal Crossing soll halt wirklich nur zum Spielen sein und zum Entspannen. Und nicht jetzt unbedingt, um alles voll zu kriegen. Das ist kein Spiel, was ich sage, das spiele ich auf 100%. Ja, mein kleiner Fitnessbereich, da hat sich nicht sehr viel verändert. Wenn hier keiner trainiert, sollte das Ding auch aus sein, bitte. Wir müssen noch Strom sparen hier. Mein kleiner Entenbereich, beziehungsweise mein kleiner Anglerbereich. Mein künstlich angelegter Anglerbereich mit den Enten. Da habe ich auch nichts mehr geändert. Was ich aber hier in meinem kleinen Park, habe ich noch ein bisschen was geändert. Ich habe Bäume gepflanzt, aber ich weiß nicht, ob ich das euch schon beim letzten Mal gezeigt habe. Ich hab
habe hier ganz viele Bäume gepflanzt. Und versuche eigentlich hier so ein bisschen auch nebenbei zu züchten. Was so mehr oder minder klappt, ehrlich gesagt. Ich glaube doch, für so Lilane brauchte ich doch so zwei weiße, oder nicht? Da habe ich nämlich zum Beispiel auch noch eine Orangene. An Möbeln an sich habe ich gar nichts mehr geändert. Da habe ich halt hier den Balkonteich, mein Muschelbrunnen da und ja, wie gesagt, es hat sich nicht wirklich was verändert hier. Ich finde es aber schön so mit dem ganzen Rosen. Oh, super, dass die Muschelpost gleich hier vorne ist. Die Flaschenpost. Wie beschäftigst du dich während Werbeblöcken? Ich denke mir Anleitungen aus, zum Beispiel die hier. Das muss die Welt erfahren, daher die Flaschenpost. Hier, das wird sicher dein Lieblingsstück. Ein Vogelhaus, kann ich schon. Kann ich schon, kann ich schon. Ich kriege in letzter Zeit selten was Neues. Auch so von meinen Bewohnern kriege ich eigentlich gar nichts Neues mehr. Aber dennoch frage ich sie jedes Mal, ne? Jedes Mal, ob sie irgendwas Neues haben. Es hätte ja sein können. Es hätte sein können, dass da wirklich was ist. Meine kleinen Steine. Auch versuche ich halt die Bewohner so gut wie möglich zu ignorieren. Halt nur die drei, die mir wichtig sind. Ja, es sind meine Bewohner, die ich behalten möchte, sind auf drei gestiegen. Klasse. Ich brauche keine Steine mehr abkloppen. Ich habe meinen Geldstein schon. Sehr nice. Das sind Fatima, Wladimir und einer der neuen Bewohner. Die ich sehr schön finde. Oder lustig in dem Fall. Was, keiner von denen ist hier? Was ist los? Hier mache ich jetzt keinen Rettungsring hin. Ich weiß nicht, warum ich hier so rumlaufe. Noch bei Fatima die Dings holen. Wo sind die denn alle? Sind die jetzt alle bei Mona? Geburtstagfeier? Das ist ja krass. Nein, das wollte ich nicht. Ja, so kann das bleiben. Ne, mit der Ente zum Beispiel rede ich gar nicht. Dann gehen wir mal schnell noch in die Schneiderei. Das ist wirklich so. Ich mache so einen Weg, dann laufe ich meine Bewohner ab und dann gehe ich hinten zum Campingplatz und gucke da, was ich da noch so Schönes machen kann. Grüß dich! Ja, mal sehen, was hast du denn so Schönes? Oh, du möchtest in den Umkleiderraum. Guck mal, ich habe so ganz, ganz, ganz kleine Flügel auf dem Rücken. Und einen ganz kleinen Flügel. Pufferärmelbluse finde ich jetzt alle nicht so cool. Das finde ich auch nicht so cool. 1000 und eine Nacht habe ich. Oh. Welches finde ich besser? Ich glaube, ich finde das cooler. Nein. Wir brauchen zwei. Wir brauchen zwei. Wir müssen zwei davon kaufen. Eins für mich und eins für Fatima. Fatima kriegt das denn mit dem Weißen? Oh, das ist voll süß. Oh nein, jetzt habe ich es angezogen. Ja, was soll's. Außerdem waren wir noch gar nicht fertig. Ich wollte noch hier noch Dings gucken. Schleifen. Brillen brauche ich nicht. Oder lieber die Schuhe. Nee, die finde ich nicht so cool. Ich bin halt kein Fan von, wenn es vorne offen ist. Finde ich das doch irgendwie cooler. Okay, wir müssen uns nochmal umziehen gehen. Es tut mir leid. Wir müssen uns nochmal umziehen gehen.
Wir haben heute keine Feenprinzessin, sondern gehen im Kleeblumen-Outfit durch die Gegend. Ich beeile mich auch versprochen. Und es ist halt wichtig, dass ich Fatima die Sachen gebe. Ach, der hat das Schachtelkobold. Bienenstock. Ach ja, mein Gott, ich wollte den Bienenstock noch aufstellen. Falsche Richtung. Ich weiß nicht, wie lange der Part wird. Könnte eine Stunde werden. Schnell hoch. Ich hätte mich auch im Diner umziehen können, ne? Aber ich brauche ja hier das Lager. Ich muss ja dann später auf mein Lager zugreifen können. Ja, bitte einmal umziehen. Wo haben wir es denn? Ich hätte ganz gerne das andere. Denn das Schleifchen, das bleibt so. Naja, das wäre zu viel, das beiß ich. Oh, das ist hübscher. Dann kann ich jetzt nämlich noch auf das Lager zugreifen. Habe ich es denn? Das Kleid. Ach, da. In die Tasche stecken. Dann passt das nämlich wieder. Und ich kann das rekriegen. Ah, ich hoffe, sie freut sich bestimmt. Vielleicht können wir dann auch ein Foto bei Harvey machen. Muss ich mir halt nur noch, ja, mich hübsch anziehen. Mich hübsch präsentieren. Ach, ne Quatsch, wir können sie ja da anziehen. Ach ja, Goldrosen habe ich auch. Obwohl ich die Goldrosen jetzt nicht wirklich behalten möchte. Wo wollte ich es denn hinsetzen? Irgendwo hier auf der unteren Seite. Hier, statt den. Nein, meine Schaufel! Ist egal. Nicht so tragisch. Weil wir können gleich eine neue kaufen. Ich glaube, hier setze ich denn den Bienenstock hin. Nee, das ist der Schachtelkobold. Ich stehe zu mittig. Ach komm. So. Ich stehe dem Ganzen zu mittig. Der Rettungsring wollte ich hinten am Strand. Da ist sie! Oh, mit dem geschwollenen Gesicht hätte ich dich fast nicht erkannt, Maika. Waren das Wespen? Du Arme, wenn ich dich nur sehe, tut mir das Gewicht schon irgendwie. Nimm lieber etwas Medizin, dann geht es dir bald wieder gut. Wie geht's? Wie steht's, Bimbam? Hier, nimm. Ich hab was für dich. Na nur, du willst mir was schenken, wirklich? Ja. Zieh's an, zieh's an. Ein Kleeblattkleid! Willst du mir das wirklich schenken? Ich zieh's mal kurz an, ob mir das wohl steht. Das wird zauberhaft an dir aussehen. Vielen Dank, ich liebe diese Farbe. Es wäre mir peinlich, dir nichts dafür zu geben. Hier, nimm doch bitte 585 Sternis von mir. Ey, das war ein Geschenk. Okay. Ach ja, ich habe hier noch ein paar Mülltonnen platziert. Erstmal Medizin holen, dann noch, nee, Quatsch, erst schaufeln und dann die Medizin. Was habt ihr denn so Schönes heute? Ein Klavier. Willkommen in Nux Laden. Das ist bestimmt teuer. Das Konzertflügel. Davon sind nur Zuschlagen. Der Preis 260. Ich weiß nicht. Onkel cool, aber Onkel auch nicht cool. Wie können wir dir behilflich sein? Was sagen denn die Rübenpreise? 75 Sternis? Nee, danke. Nein, 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 nein. Nicht mit mir, meine Freunde. Ich habe die 401 gekauft. Nehme ich. Kann man halt immer gebrauchen. Natürlich, die nehmen wir noch an. Einmal Medizin. Dann schauen wir noch ganz kurz bei den Teppichen rein. Ob da nicht irgendwas ist, wo ich sage, boah, das ist der geilste Teppich ever. Aber nein. Schade.
Ach, da fällt mir gerade was ein, was ich noch machen wollte. Wo ist die Medizin? So. So, jetzt bin ich wieder hübsch. Jetzt bin ich wieder ganz zauberhaft. Der Rettungsring bleibt mal. Der Schachtelkobold bleibt. Und die setze ich dahin und den Rest verkaufe ich. Ich will was verkaufen. Ja, das auch. Ja, ich verkaufe Rezepte einfach, weil das sind so Rezepte, die so ziemlich fast jeder hat. Aber keine Sorge, bei mir kann man eigentlich auch Rezepte holen. Nanu? Nani? Was ist das? Ach, wahrscheinlich hier durch, ja, Reichtum dank Top-Ankauf des Tages. Das mache ich so gut wie gar nicht mehr, das Ganze hier. Ich bin da jetzt nicht so hinterher. Sondern ich mache wirklich, ich gehe eigentlich nur noch zweimal am Tag rein, wenn ich Rüben habe, um die Rübenpreise zu checken. Und das war's dann. Da ist mein zweiter Bewohner, den ich toll finde. Ottokar. Hallihallo, wie geht's dir? Ich wollte mit dir reden. Ach, Menno, heute habe ich etwas verschlafen, aber das macht nichts. Jetzt kann ich Frühstück und Mittagessen gleichzeitig essen. Ich finde ihn voll niedlich, der hat irgendwas. Genau, den Schachtelkobold stecken wir nämlich hier mit hin. Ne? Dann hat man da das Baby. Dann hat man hier sowas. Bäm! Voll süß. Hier hinten selbst hat sich gar nichts mehr geändert. Da habe ich gar nichts gemacht. Nicht mehr Wladimir ist da. Wo sind die denn alle? So, und den Rettungsring legen wir mal hier so ganz nah ans Wasser. So. Sieht auch sehr schön aus. Falls jetzt was passieren sollte. Der Rettungsring ist in der Nähe. Der Benjamin ist bei mir ausgezogen und dafür wohnt Erika bei mir. Ich weiß aber nicht, wo die alle sind. Wo sind die denn alle? Also Ottokar ist einer meiner neuesten Bewohner. Ich hab hier noch. Ich nehme mich mal ganz kurz raus. Ich habe so viel Pinke, also das könnte man von mir aus alles mitnehmen. Hätte ich kein Problem mit. Die gelben wollte ich jetzt einfach verkaufen und ich wollte nur die schwarze haben. Ottokar geht wieder in seine Bude. Nein, er rennt. Da, die Ente da, das ist Erika. Mit der rede ich aber auch nicht. Erika ist auch so eine Person, mit der rede ich nicht. Ich habe sie nur durch Zufall, also sie war bei mir auf dem Campingplatz und ich habe sie einfach angesprungen und gesagt, hey, möchtest du nicht bei mir einziehen? Einfach, damit mal ein bisschen wieder Schwung hier in die ganze Bude kommt. Weil immer die gleichen Bewohner ist auch langweilig. Außer es sind Bewohner, die man halt gern hat. Hereinspaziert, willkommen! Oh, wie hübsch sie sich auch gemacht haben. Geh mal weg. Wirklich schön, dass du hier bist. Falls du ein Geschenk dabei hast, gib es mir, damit du es nicht länger mit dir herumschleppen musst. Ich weiß, ich will sie eigentlich alle nicht haben, aber ich denke schon an die Geburtstage. Vom Gewicht ausgehen? Hi, nein, ich komme nicht drauf. Eine Herz auf rosa Tapete. Das freut mich wirklich, Darling. Vielen, vielen Dank. An diesen schönen Geburtstag werde ich mich noch lange erinnern. Ja. Und ab dafür. Ah, warte, bevor du gehst, wollte ich dir noch eines sagen. Vielen Dank für deinen Besuch und das Geschenk. Heute bin ich der glücklichste Jungbär der Welt. Oh, voll süß. Mona ist zwar wirklich niedlich, aber ich würde sie auch nicht unbedingt dauerhaft auf meiner Insel haben wollen. Keiner von euch baut was? Was ist denn los? Jetzt baut er oder was? Er baut. Maika, sorry, ich stecke gerade bis zum Hals in einem neuen Bastelprojekt. Was denn? Sehr gute Frage. Das Produkt meiner handwerklichen Eskapaden soll eine dunkel Fischgrätwand sein. Dass die Eingebung zu diesem Projekt im Tiefschlaf hatte, tut aber überhaupt nichts zur Sache. Willst du mehr wissen? Träumst du etwa auch manchmal von einer dunkel Fischgrätwand? Ja. An meinen Traum erinnere ich mich schon gar nicht mehr. Aber ich habe mir alles in dieser Anleitung notiert. Ja, cool, dann können wir das jetzt auch machen.
Die Anleitung kommt von mir, also kann gar nichts schief gehen. Versuch dich mal dran, Maike. Ja, und ich weiß, jetzt habe ich hier wieder Nuckmein, weil ich mit ihm gesprochen habe. Pipapo. Und Trollala. Finde ich jetzt nicht so krass. Na, ich habe halt nicht so. Ich habe hier halt nur so Tischdecken, aber ich hätte ganz gern halt noch dazu irgendwie eine passende. Naja, einen passenden Boden. Bienennest? Na gut. Muschelteppich, ein Strand, Müllberge. Finde ich jetzt alle nicht so cool. Aber ich bin sehr unkreativ. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, was ich in meinem Eingangsbereich machen soll. Also wir haben uns aber auch fast geschafft mit den Dailies. Das ist jetzt nur noch hinten. Hier zum Beispiel, das sind alles so Rezepte, die man von mir aus mitnehmen kann. Habe ich kein Problem. Und durch das Heiratsevent, ich war sehr fleißig, habe ich mir hier so einen kleinen Hochzeitsbereich aufgestellt. Ich finde halt das edle Ambiente wesentlich süßer. Darum habe ich alles ins edle Ambiente umgestaltet. Ne? Hier Hochzeitsbänke für 8 Personen. Dann, ich hoffe, dass es vielleicht irgendwann mal wieder Mannequins gibt. Das wäre sehr cool. Riecht da was? Ich glaube, da habe ich einen Apfel vergessen. Kann das sein? Tatsächlich. Ich hoffe, dass es vielleicht irgendwann mal wieder Mannequins gibt. Wenn ja, würde ich halt mir so zwei, wenn man die hier draußen hinstellen kann, mir so zwei hinstellen und die dann halt dementsprechend auch anziehen. Weil das Hochzeitskleid und den Smoking habe ich mir geholt. Hier Björn und Rosina, die zwei Süßen. Und das war's eigentlich. Ja, habe ich mir hier jetzt nicht so die Mühe gegeben. Dann habe ich diesen Bereich halt auch irgendwo sinnvoll ausgefüllt. Vielleicht nehme ich das Ding auch irgendwann mal wieder weg und mache dafür was anderes hin. Weil ich sage mal so, wir haben ja noch so ein bisschen Zeit. Wann haben wir angefangen? Im April? Mehr oder weniger? Und da kommt ja noch ein bisschen was. Vor allen Dingen Weihnachten zum Beispiel gibt es ja dann auch wieder Möbel. Vielleicht machen wir uns draußen in so eine Winterlandschaft. Maybe. Noch ein bisschen Geld cashen. Außerdem fehlt mir noch ein Möbelstück. Es sind so viele Blumen hier, ne? Ey, wer will, kann die alle mitnehmen. Nur meine Rosen halt nicht. Rosen sind tabu. Aber alle anderen könnt ihr mitnehmen. Ach, ich glaube, dann verliere ich aber auch meine 5 Sterne, wenn hier auf einmal so wenig Blümchen sind. Man muss ja eine bestimmte Anzahl an Blümchen ja haben. Und ich meine, ich würde die ja austauschen durch Rosen irgendwann. Ist ja nicht so, dass ich nicht genug Rosen hätte. So, den Dokumentenstapel kann ich dann auch verkaufen. Diese komischen Glockenblumen, gibt es nur 3 Stück davon oder gibt es 4? Ich bin der Meinung, es gab irgendwann mal 5. Bei Nuleaf gab es, glaube ich, 5. 5 oder 4. Weil ich hätte ganz gerne noch eine. Hier sind so viele Blumen einfach. Ich habe ja nichts gegen Wildwuchs, ne? Aber das ist ja schon echt überkrass hier. Das nimmt ja schon die Kontrolle ein. Also die Bäume wissen schon nicht mehr, wo sie ihre Altlasten runterschieben können. Nur das war es dann im Prinzip mit den Dailies. Dann habe ich, glaube ich, alles an Dailies auch erreicht. Ja. Dann können wir den restlichen Kram jetzt noch verkaufen. Wir werden schnell zu unserer Eule gehen. Vielleicht können wir was spenden. Ich
glaube, ich gehe eher erst zur Eule und dann. Lauf, Baby, lauf. Ah, ein Schwimmkäfer. Haben wir aber auch schon. Vladimir, da bist du. Hey, Maika, was für ein Zufall, dich hier zu treffen, Nastrovil. Ist gar nicht so schlecht hier auf der Insel, wenn man jemanden wie dich zum Quatschen hat. Ja, ne? Meine Insel ist voll toll, finde ich auch. Hoppala. Ich hatte doch noch eine rosa, eine schwarze. Die möchte ich ganz gerne hier einpflanzen. So. Dann wird das hier nämlich auch nochmal gegossen. Ne, dann kommt hier noch eine schwarze hin und an den Seiten kommt dann eine lilane hin. Dass sie so ein Muster bilden. Und das Muster möchte ich ganz gern auch hier drüben haben. Zack. Dann sind wir ja schon fast durch. Dann machen wir noch das Heiratsevent, das Thumbnail. Ich weiß schon, was für ein Thumbnail ich nehmen will. Oh, bitte, pardon. Guten Morgen. Wie darf ich Ihnen dienen? Ich habe Fossilien für dich. Also ich habe kaum noch Fossilien, glaube ich, übrig, die mir fehlen. Huch, nicht nur ein Pfund, weil er sagt schon die ganze Zeit nur, dass er die schon hat. Und ich glaube nicht, dass ich mit Fossilien schon durch bin. Das glaube ich nicht. Beim nächsten Mal könnten wir rein theoretisch ja auch beim nächsten Geburtstag auch noch schnell einen Abstecher ins Museum machen. Aber das ist ja kein Muss. Aber ich finde, meine Insel ist wirklich schön geworden. Ich bin mit der wesentlich zufrieden. Zufriedener als mit der ersten. Aber vielleicht habe ich mich auch bei der ersten nicht gut genug angestrengt. Das kann auch sein. Dass ich da irgendwann aufgegeben habe. Ich will was verkaufen. Ja, den Dokumentenstapel auch. Brauche ich nicht. Habe ich schon. 35.500, sehr schön. Da gibt es nämlich noch was ich ganz gern verschenken möchte. Ich glaube, da muss ich hier gucken. Regenschirme. Und zwar den Pandaschirm. Ich möchte den verschenken. Wo ist das denn? Wo ist das denn? Da. Nehmen wir den. Quatsch. Das schreiben wir nicht. Einfach für meinen liebsten Bambusbjörn möchte ich schreiben. Leider steht da oben schon lieber Skinner, aber das ist egal. Für. Weil ich weiß, das ärgert ihn halt. Für. Meinen. Liebsten. Liebsten. Enter. Vielleicht gucke ich mal, dass ich vielleicht irgendwen erreiche und sag hier, möchtest du mal deine Insel zeigen? Damit das der nächste Part vielleicht ein bisschen cooler ist. Für meinen liebsten Bambusbjörn. Wo ist das Ausrufezeichen? Ach, mach mal keins, wir machen Smiley. So, das wird ihn schon genug ärgern. Ja, ich weiß, ich bin eine sehr, sehr böse Person. Aber so gemein ist es gar nicht. Sehr schön. Das ist voll cool. Ich mag mein Kleid gerade total gerne. Ich finde es großartig. Dann noch schnell rein ins Service Center, einfach
damit ich meine Nuckmeilen da noch abholen kann. Sonst meckern die immer. Manchmal vergesse ich das dann auch. Karton und Leben und alles, was man nicht braucht. Ja, ich habe es wirklich mal vergessen, da hinzugehen. Da war ich zwar online, aber ich habe halt vergessen, hinzugehen. Weil ich dachte mir so, ja, warum soll ich denn ins Service Center? Ist ja nichts. Lass mich mal durch, Otto-K. Du süßer, kleiner Otto-K. Also Otto-K, Fatima und Wladimir würde ich ganz gern behalten. Alle anderen können von mir aus wieder ausziehen. Ich spreche wirklich nur mit denen, wenn sie ein Rezept für mich haben oder wenn sie Geburtstag haben. Das war es dann aber auch schon. Ich weiß, eigentlich müsste ich auch deren Geburtstage ignorieren, aber ich finde das so unfreundlich. Ach, ist das früh? Im Laden bin ich fast so ein Ass wie im Basteln, aber runterkommen sowieso alle. Ja, danke. Hey, Maika, schön dich zu sehen. Also, willst du Rosina und Björn mit ihren Hochzeitsfotos helfen? Aber natürlich. Sauer, gib mir eine Sekunde, damit er seine Küche vorbereiten kann. Na, was möchtest du diesmal? Schon wieder eine Gartenambiente? Ach, komm schon. Grüß dich, schön, dass du da bist. Willst du heute wieder eine wunderschöne Kulisse für uns gestalten? Das Leitmotiv für die heutige Fotosaison ist, wir würden gerne in einer Gartenkulisse porträtiert werden, als wären wir mitten in der Natur. Alles soweit sollte von Farben wie Grün, Gelb und Braun dominiert sein. Ich kann es mir genau vorstellen. Sobald das Studio für unser Shooting bereit ist, sagt mir Bescheid. Viel Erfolg beim Dekorieren. Aber ja. Ja, ich weiß. Eins, zwei. Ich mache mal erstmal alles in Rosa. Ich weiß, sie will das Grün und so haben, aber man kann es später umgestalten. Es ist halt jetzt gerade einfach nur wesentlich einfacher, das hinzustellen. Muss ich mich halt nicht so anstrengen. Ich glaube, ich habe eine Bank zu viel. Das im Bereich des Möglichen? Ja. Aber nicht so tragisch. Ich meine, du kannst dahin. Du kannst dahin. Dann kommst du dahin und kommst wieder raus. Ja, ich habe jetzt die Bänke als Abmessung benutzt, damit ich ungefähr weiß, wo die zu stehen haben. Du kommst mal mittig. Du kommst mittig. Bis jetzt hat sie mir immer 15 Kristalle gegeben. Ich denke mal, das ist auch das Höchste, was man erreichen kann. Oh nein, jetzt habe ich schon wieder einen zu viel. Ach, verdammt. Ist egal. So, den kommst du da hinten noch weg. Du kommst schön in die Mitte. Du kommst weg. Kann ich vielleicht Teppich noch hinstellen? Die hat noch so einen grünen Teppich. Grünen Hochzeitsboden. Blau? Ne. Ich wollte den Teppich halt hinstellen. Ich denke halt so rum. Und den können wir uns ranmachen. So sehen gerade wirklich meistens meine Locations beide für den aus. Das wollte ich nicht. Ich muss hier X drücken. Und dann werden die einfach von mir am Ende noch so umgestaltet. Bis jetzt haben sie sich nie beschwert. Bis jetzt habe ich, glaube ich, immer die vollen 15 gekriegt. Bei mir ist es lieber 15 reichen. Ich habe ja alles, was ich will. Ich habe den Smoking. Ich habe meine ganze Einrichtung, die ich haben wollte. Und ich mache das eigentlich jetzt nur noch, um die Liebeskristalle zu farmen. Und dann schicke ich die mal einer Freundin von mir.
Mal sehen, wann sie die nicht mehr braucht. Ich habe halt wirklich das gekauft, was ich kaufen wollte. Ich werde jetzt die Sachen nicht unbedingt in meinem Haushalt haben möchten wollen. Weil das passt auch nicht zum Eingangsbereich. Ich glaube, das ist das Einzige, was noch fehlt, ne? Jetzt gucke ich gerade mal. Weil die Staffelei, finde ich, passt halt auch nicht so im Eingangsbereich. Sonst hätte ich gesagt, okay, wir machen so ein Willkommensschild. Aber das passt auch nicht so. Das reicht. Machen wir mal ein Foto. Zack. Die ist halt immer zufrieden mit ihrem, mit dem blöden Dings. Du hast sicher ein richtig gutes hinbekommen. Darf ich mal einen kleinen Blick drauf werfen? Falls du mehrere aufgenommen hast, ziehe ich mir nur das letzte an. Nur zu. Danke, mal sehen. Ich bin hin und weg. Die Kulisse ist ein Traum. Genauso hatten wir uns das vorgestellt. So hast du unser Hochzeitsglück perfekt auf ein Foto eingefangen. Tausend, nein, Millionen Dank. So, du bekommst natürlich auch eine Belohnung. Hier hast du ein paar Liebeskristalle. Dank dir haben wir ein weiteres entzückendes Foto für unser Album. Ich hoffe, du bist morgen auch wieder mit dabei. Nicht wirklich. Ja, doch, komm. Ah, da freuen sie sich. Die sind schon süß, die zwei. Die zwei sind schon niedlich. Ich hätte ganz gern das Poster von Björn. Mir fehlt noch das Poster von Björn. Leider, keine Ahnung, ist mein Amiibo kaputt? Ich weiß es nicht. Was sehr schade ist. Wir richten uns hier jetzt nochmal ganz kurz Dings ein. Das Zimmer. Eine hübsche Tapete. Ja, nee, nicht Bambuswand. Das ist cool an die Wand. Dann machen wir noch den Rosenboden. Dann Fatima. Kann ich Fatima Dingsen? Ja, kann ich, okay. Sie behält ja das Kleid an. Dann kriegt sie nämlich auch noch die Schleife. Ich hatte ja eigentlich auch so eine Brille gemacht, aber ich glaube, die Brille ist nicht so gut. Ja, ich glaube, ohne Brille. Nee, ohne Brille. Die Brille nehmen wir wieder weg. So ist sie hübscher. So ist sie hübscher. Kann ich sie noch ein bisschen umgestalten von der. Ich will ja nur Fatima haben. Hier, das ist nur anziehen. Dann bitte. Ja, ich weiß jetzt auch nicht, warum sie es gemacht hat. So, da haben wir es. Gut, ich sag auf jeden Fall, das war's. Ne? Ich werde die, wie viele Liebeskristalle habe ich gekriegt? 15 halt ganz normal Standard. Ich werde auf jeden Fall jetzt noch die Liebeskristalle verschicken an meine Freundin. Und ja, ich sage auf jeden Fall Dankeschön fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat der Part ein wenig gefallen. Ich weiß, wir haben nur Dailies gemacht und keine Inseln besucht. Ich schaue mal, wie wir das beim nächsten Mal vielleicht besser machen können. Aber ich finde, die Geburtstage sind halt schon wichtig. Und es hat sich ja ein bisschen was auf meiner Insel getan. Wow, wir waren eine Dreiviertelstunde hier unterwegs. Fast 50 Minuten. Gut, ich sage auf jeden Fall Dankeschön fürs Zusehen. Auf Wiedersehen und bye bye.